Es sieht aus, als wäre die Kiste irgendwie in dem Gebäude. Und zwar hier unten. Aber da war ich da nicht gerade? Okay, da rein komme ich anscheinend nicht. Da war ich auch noch nicht drin. Ich glaube. Huch, ich glaube, da komme ich auch noch nicht rein. Ich glaube, das kommt alles noch. Müssen wir mal warten. So, wo muss ich denn jetzt. Ich habe ein bisschen Angst, hier rumzulaufen, weil ich noch keine Waffe habe. Aber jetzt kann ich ja mal, wenn ich schon einmal hier lang gehe, kann ich ja mal direkt mal die Taschenlampe. Ach, Taschenlampe ist Digipad nach rechts, okay. Ah, cool. Oh ja, das macht viel aus. Es wertet den Raum auf jeden Fall auf. Huch, da hat gerade nur eine Textur nachgeladen. Ein Football-Trikot? Aha. Was macht die hier? Bei Marktständen kannst du Wertsachen verkaufen und erhältst dafür Geld. Hm, die Währung ist also Geld. Ah, hier ist zum Beispiel so ein Laden. Können wir uns mal angucken. Ist ganz schön laut, ne? Gesundheitskit kostet 50. Was haben wir denn? Wir haben 0. Aha. Sprengstoff. Chemikalien, kombiniere Materialien und baue Guerilla-Werkzeuge. Ist ja krass, ha? Treibwaldungspulver, Zündvorrichtung, Wertsachen verkaufen. Ich lasse das mal. Ich denke mir mal, dass wir da noch hinkommen werden. Und das Spiel ist gerade unheimlich laut. Ich glaube, ich werde mal eben, kleinen Moment, ich werde mal eben in die Toneinstellung gehen. Machen wir mal so auf 80, glaube die Soundeffekte auch. Oder mal so 75, glaube ich. Das ist ganz schön laut, muss ich sagen. Das dröhnt doch so ein bisschen auf die Ohren. So, was haben wir hier? Drücke Viereck, um den Bolzenschneider an den Zaunpanelen anzuwenden. Aha. Ah, hacke den KVA-Senderempfänger. Ich glaube, wir dürfen hier auch nicht sein. Also zumindest jetzt in dem Bereich. Trotzdem schaue ich mich nochmal ein bisschen um. So, warte mal. Wie komme ich hier? Wo muss ich denn... Hallo? Wo muss ich denn hin? Ach, da wahrscheinlich, oder? Wie komme ich denn... was war das denn? Okay, ich bin eigentlich nach rechts gesprungen. So, da wären wir im nächsten Gebäude. Und schauen mal, was uns hier erwartet. Hacke Netzwerk Senderempfänger, um interessante Orte in der Nähe aufzudecken. Ah, okay, so ein bisschen wie bei, ja, ich sag mal so Ubisoft-Spielen mit den Türmen. So, was haben wir hier? Greife auf die Steuerung zu und bewege links und rechten Stick, um den KVA-Zugangscode herauszufinden. War das richtig? Huch! Ah, okay. Ah, das ist die Map. Ist ja geil. Alter, wir gucken uns mal die Karte an. Ist das jetzt nur ein Gebiet? Ich glaube, das ist jetzt nur ein Gebiet, ne? Kann das sein? Okay, da ist die Kiste. Was ist denn das? Widerstandslager? Aber da waren wir ja gewesen, ne? Im Widerstandslager. Okay. Aber man kann sogar richtig reinzoomen. Was ist das hier? Widerstandstunnel. Okay. So, jetzt haben wir den gehackt. Huch. Lasst ihn in Ruhe. Scheiße, wir haben Walker. Was sollt ihr tun? Oh mein Gott. Walker, es ändert gar nichts. Oh nein. Hört ihr? Oh Gott, das ist Andere Walker. Werden sich erheben. Ihr könnt es nicht auf... Lasst mich in Ruhe! Lasst mich verdammt nochmal! Ich kann es nicht glauben. Sie haben ihn geschlagen. Ja. Na toll, das fängt ja... Na, das fängt ja super an. Finde den Tunneleingang des Widerstandes. Die jungen Philadelphianer. Philadelphia!
Na, fängt ja super an. Jetzt haben die schon Walker, der Hauptaspekt des Widerstandes quasi. Meine Fresse, wie das aussieht, das ist... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist der Hammer. So, dann schauen wir mal, dass wir zum Tunnel kommen. Denn... Nee, ich habe nichts für dich übrig. Wer auch mir immer mich da angequatscht hat gerade. Wie komme ich denn da rüber? Darf ich hier lang gehen? Darf ich hier lang? Okay, ich versuche mal hinten über die Straße zu gehen, ganz normal wieder. Ich halte mich jetzt mal so ein bisschen an die Vorschriften. So. La 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 la. Schönen guten Tag. Ja, ja. Tüdelü. Ich bin sehr gespannt. Das ist alles, glaube ich, noch Vorgeplänkel. Alles noch Vorspiel. Quasi. Und. Ja. Ja, scan mich mal. Hast du ja noch schon zum 100. Mal gemacht. Gelbe Zone von Green Tree. Ah, es gibt Unterschiede. Siehst etwas verloren aus. Kann ich mit denen reden eigentlich? Nee, ne? Hey Mann, wenn du dich verlaufen hast, helfe ich dir gerne. Ja, super, dann hilf mir doch mal. Wie kann ich denn... Kann ich mit ihm reden? Verschwinde. Okay. Es ist teilweise doch sehr dunkel, fällt mir auf, ne? Kann das sein? Ich muss nochmal die Helligkeit nochmal, glaube ich, nochmal so... Ich mach das mal auf 60. Ja, ich glaube, so ist das schon ein bisschen besser. Nee, junge Dame, ich habe keine Zeit. Ich muss weiter. Ja, du bist billig. Ja, glaube ich dir. Billig, willig. Ja, uiuiuiui. Dann gucken wir doch mal. Oh Gott, was haben wir jetzt hier? PT oder... PT oder was? Hallo und herzlich willkommen zu PT. In den Schränken ist aber auch nichts drin, ne? Noch nicht mal ein Schlüpper oder so. Ich weiß nicht, warum ich jetzt darauf komme. Wahrscheinlich wegen der attraktiven Frau, die dort gerade stand. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gibt's denn... Ich schau mal, ob hier was leuchtet. Ach da, guck mal an. Aha, Transistor. Was haben wir... Hier war doch gerade auch was am Leuchten, oder? Ach da. Sonst irgendwas, was wir hier mitnehmen können? Ich mach nochmal die Taschenlampe aus. Ich schau nochmal. Im Dunkeln. Im Dunkeln ist ja gut munkeln. Okay, nein. Aber der Kühlschrank geht offen. Und da ist nichts drin. Naja. Zumindest nichts, was wir mitnehmen können. Gelbe Objekte wie Paletten und Kisten sind zerbrechlich. Du kannst sie mit deinem Messer zerstören. Ah. Interessant. Es ist, ich muss mal eben hier meine Brightness vom Monitor umstellen. Es ist mir ein bisschen zu hell mit der Taschenlampe sogar. Wundert mich etwas. Aha. Da muss ich doch glatt mal abhusten. So, okay, wir haben schon ein paar Teile gesammelt. Das ist schon mal super. Ich denke mal, das wird uns... einen Vorteil bringen für im späteren Verlauf des Spiels, dass wir schon gründlich abgesucht haben. Huch. Aha, wirft Ziegel und Flaschen, um die KVA abzulenken. Ah, ist ja geil. Das ist ein guter Hinweis. Okay. Na, ich wollte mich ducken. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah, da ist nichts versteckt. Hätte ja sein können, dass unter der Matratze oder unter dem Kissen irgendwas versteckt ist. Was haben wir hier? Kann man das... North Korea to launch Next-Gen-Satelliten. Okay. Aha. Kali-Kiste ist mein bester Freund. So. Oh, das sieht aber einfach gemütlich aus, oder? Ach nee, ich dachte, das wäre ein Bett. Oh, Entschuldigung. Das ist ja ein Grill. Boah, wie geil. Überleg mal, so ein Grill zu Hause auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Wie cool. So, ich glaube, hier ist der Tunnel. Nutze Tunneleingänge, um dich zwischen den Zonen von Philadelphia zu bewegen. Ah ja, interessant. Was ist das denn?
Darf ich da... Das ist, ich glaube Strom, da sollte ich vielleicht... Soll ich vielleicht nicht anfassen? Das erinnert gerade ungemein an Metro. Gut, war ja auch von Deep Silver. Kann ich die Lampe mitnehmen? Nee. Ich kann den Generator hier einschalten. Ah. Jetzt haben wir hier... Folge dem Tunnel und finde die Widerstandszelle. Aha. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was die Widerstandszelle ist. Okay. Es wirkt alles sehr ruhig hier, muss ich sagen. So. Müssen wir hier... Ich glaube, ja. Wo bin ich denn jetzt? Huch, hallo? Wo muss ich denn jetzt hin? Na, ich drücke mal den falschen Knopf. Entschuldig bitte. Ich drücke mal aus Versehen den falschen Knopf. Ich drücke mal R3. Zum Ducken, aber das ist Messern. Hier, zack, zack, zack. Aber Kreis ist Ducken. Aha. Okay. Oh, guck mal. Weihnachtsbeleuchtung. Wie schön. Blaues Licht. Was macht das? Es leuchtet blau. Das ist ein Filmzitat, was man nie vergessen wird. Was ist da hinten? Kann man da... Okay. Huch, guck mal da. Fußabtritte, Fußabdrücke. Fußabtritte, wollte ich sagen. Fußabdrücke. Klettern wir mal. Huch, klettern wir mal hier. Achso, durchklettern. Hua, was? Was ist das hier? Au! Yeah! Friss das Arschloch! Siehst du das? Nein! Er wusste gar nicht, was los ist und dann. Hab ihn gesehen. Wo gehst du hin, ha? Nach Hause. Au! Verfluchter Spion, verfluchter Verräter! Was? Ich? Nein! An die Norks verkaufen. Zeigen wir ihm, was er davon hat. Nein, wieso? Ich kenne Walker. Ruhig, Dana wollte, dass wir ihr gleich Bescheid geben, wenn wir jemanden gefangen nehmen. Du willst sie doch nicht wütend machen. Ich hoffe bloß, dass sie mir auch was übrig lässt. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Ich glaube nicht, dass ich dich wiedersehen werde. Bist du sicher? Oh, heavy Arsch, hm? Wenn Dana mit ihm fertig ist, wird das Ganze ein bisschen leichter. Ja. Yeah. Heieieieieiei. Das geht ja gut zur Sache. Puh, und alles noch vorgeplänkelt. Wir haben noch nicht einmal geschossen. Das wundert mich ein bisschen. Es ist ein Shooter, ne? Wohlgemerkt. Baue improvisierte Gorilla-Werkzeuge, indem du Batterien... Okay. Wo ist das hin? Hallo da unten. Hi, da ich oben. Ich bin Dana. Hi, Dana. Und du bist... Walkers Freund? Nein. Du und ich. Wir spielen zusammen. Oh, cool. Du sagst mir, was die Norks über uns wissen. Mhm. Und ich werde dir wehtun, während du redest. Leider wird mir das Spiel mehr Spaß machen als dir, mein Freund. Ist ein bisschen unfair, findest du nicht? Wird es schnell gehen? Oder dauert es immer? Richtig. Richtig. Lang. Du darfst so laut schreien, wie du willst, okay? Du sollst nicht schweigend leiden. Okay. Nippel zuerst. Hey, Dana. Nippel. Wir haben Besuch. Wer ist er? Oh, nur noch ein Spion. Wollte ihn gerade befragen. Ist er denn auch ein Spion? Das haben Baker und Skosari gesagt. Ich bin kein Spion. Dana, die sind dumm wie Brot. Hat er was bei sich? Wie sieht's aus, Kumpel? Hast was dabei? Was ist das? Ethan Brady? Ich wusste es. Walker sagte, er würde diesen Typen herbringen. Wieso wusste ich nichts davon? Ja, leider bist du ja nie da, wenn man dich braucht. Oh. Du kamst erst neulich zu Harveys Team, richtig? Ja. Sorry, was passiert ist, aber du hast überlebt. Wir könnten dich gebrauchen. Ich bin übrigens Jack Parrish. Das ist Doc Sam Burnett und
Denamur kennst du ja. Sei hier nicht böse. Glück gehabt, Bürschchen. Alles klar, Kleiner. Sieht aus wie ein Kopftrauma. Gehirnerschütterung. Ich habe hier Pillen für dich. Hey, Doc, er braucht keine Drogen. Er muss sich konzentrieren. Kopfverletzungen sind unberechenbar. Du fühlst dich verwirrt, Kleiner? Abwesend? Es geht ihm gut, Doc. Er kann klar denken. Er hat wohl viel durchgemacht. Da braucht er nicht noch mehr Probleme. Machst du ihm einen neuen Ausweis und lässt ihn gehen? Das ist nicht so einfach, Doc. Du hast es gesehen. Die Nords suchen ihn. Außerdem brauchen wir Leute, die bereit sind, Risikos einzugehen. Und er hat schon zu viel gesehen? Ja. Also was sagst du, Brady? Du bleibst wohl bei uns, ne? Ja. Ist nicht glanzvoll. Und wahrscheinlich wirst du sterben. Wow. Solche Schön. Reden. Und wir haben den Krieg trotzdem noch nicht gewonnen. Ja, darum brauchen wir Walker. Worte sind nicht meine Spezialität. Also irgendwelche Einwände gegen Brady? Ja, ich... Nein? Gut. Gut. Wenn keiner auf mich hören will, gehe ich zurück an die Arbeit. Viel Glück, Kleiner. Bis bald, Doc. In Ordnung. Sobald wir wissen, wo sie Walker festhalten, überlegen wir uns, wie wir ihn da rausholen. Alles hängt von ihm ab. Aber eins nach dem anderen. Zuerst trainieren wir dich und zeigen dir, wie die Dinge hier so laufen. Ich muss mich um den Senderempfänger kümmern. Bis dann. Komm mit. Ja. Bis dann. Ja. Willkommen beim Widerstand. Dass du genau jetzt gekommen bist, Brady. Schön. Du musst etwas in dir gesehen haben. Mein Instinkt sagt mir, dass du in Ordnung bist. Darf ich mich noch eben umgucken? Folge Parrish durch die U-Bahn. Aha. Wenn wir mal eben kurz schnell umschauen. Even Brady sind wir. Also spielen wir. Gibt's hier noch irgendwas zum Sammeln oder so? Ich bin immer so einer, ich gucke mich immer so gerne um und schaue erstmal. So, wer stand da in der Ecke? Uah. Was ist das denn? Ach, guck mal, das... Was über Walker erzählt wird. Ich wünschte, ich hätte mal mit ihm gesprochen. Ja. Mir tut der nächste noch leid, der mir über den Weg läuft. Ja, stimmt. Mit Walker. Ja. Hallo. Wir brauchen mehr Leute wie dich. Leute, die beim Aufstand mitwirken wollen. Und um genau das dreht es sich jetzt. Wir müssen die Leute anheizen, dann werden wir bald alles überrollen. Wenn wir die ganze Stadt auf unserer Seite haben, haben die Norks keine Chance mehr. Walker ist der Funke. Die Leute werden ihm folgen. Wir müssen ihn zurückholen. Mhm. Interessant. Ja, wir sind jetzt schon einige Monate hier unten. Das ist alles Teil der Broad Street U-Bahn-Erweiterung, die vor ein paar Jahren stillgelegt wurde, weil die Stadt kein Geld mehr hatte. Mhm. Sie taucht auf keiner Vorkriegskarte auf, also wissen die Norks nichts davon. Da hast du's, Brady. Das ist der Stiefel, der in den Arsch der KVA treten wird. Komm schon her. Schön. Eins nach dem anderen. Wir besorgen dir mal etwas amerikanischen Stahl. Das, Gewaltfreiheit das ist Sidney Cook. Er ist fürs Waffenlager zuständig. Ja, hier steht die Rolle des Gewaltfreiheit. Hilft uns, hier raus. Wer ist das? Das ist Ethan Brady. Er hat Walker geholfen. Walker wurde verhaftet. Ja, aber das war nicht Bradys Schuld. Mach dir keine Sorgen um Cookie, er ist grundsätzlich schlecht gelaunt. Doch er ist ein Genie in Sachen Waffenimprovisation, also bleibt er vorerst mal bei uns. Mhm. Wie war, Cookie? Du hast immer was Neues am Köcheln, ne? Irgendwann wirst du diesen Witz erzählen und ich werde dich erschießen. Dann werden wir ja sehen, wer zuletzt ganz ruhig, okay? Brady braucht eine Waffe, was kannst du ihm geben? Du kannst... ...das haben. Und wenn du ein bisschen Talent hast... Können wir über ein Upgrade reden? Mhm. Aha. Waffenspind-Hauptmenü. Ausrüstung. Ausrüstung anpassen, Waffen, Wertsachen verkaufen. Ich schau mal eben wegen Wertsachen verkaufen. Ach, haben wir schon verkauft. Ach so, das ist ja super. Dann brauchen wir das nicht extra auswählen. So, wir haben 425 Dollar Ausrüstung. Eine Pistole allein richtet nicht viel aus. Mit Cookies nee. Spezial-Umwandlungskits hast du plötzlich eine MP. Aha, ist ja krass. Aus einer Pistole kann man eine MP machen. Das ist ja geil. Okay, wähle die Option Waffen aus, um alle verfügbaren Waffen zu sehen. Aha. Na los, Brady, schnapp dir ein Werkzeug. Wähle die Maschinenpistole MP aus, um sie als Waffenumwandlung für die Pistole freizuschalten. Aha, für überfällige Angriffe fast 15 Patronen. Schalte die Maschinenpistole und die Luftdruckpistole zum Kauf frei. Aha, okay. Oh, ist ja krass. Alter, da kannst du echt eine MP machen. Boah, das ist ja cool. Da haben wir diese... Ja, da oben die drei Taler haben wir.
Und hier unten die Luftdruckpistole kostet 8 Taler. Und dann gibt's noch... Alter, was? Armbrust, mein Sturmgewehr. Oh mein Gott, ich freue mich schon so, Alter, der Raketenwerfer. Das wird lustig, glaube ich. Ungenügende Ressourcen für das Upgrade. Okay. Was brauchen wir denn da für Ressourcen? Kann man das irgendwo sehen? Maschinenpistole MP? Ja, möchte ich. Hier, bitte. Versuch jetzt, deine Pistole umzuwandeln. Drücke Digipad nach oben, deine Waffe zu modifizieren und dann R1, um zur MP-Umwandlung zu wechseln. Ich bin ein wenig verwirrt. Was? Unterer Lauf leer, R1? Ich komme gerade vor wie bei Michael Knight, Super Pursuit. okay, und jetzt? Ach, das kann man noch... Um Gottes Willen. Parrish, wir warten immer noch auf die Infos von diesem Sender. Das... Ich weiß, mach dir keine Sorgen, nur mach das schon. Sagt Hi zu Brady hier, er ist der neue Rekrut. Der Widerstand besteht aus mehr als nur den Truppen an der Front. Es sind die Menschen, die ihr Bestes geben. Nimm dir ein Beispiel an Doc Burnett. Das wird, glaube ich, sehr lustig mit den Waffen. Ich bin sehr gespannt, ob ich damit klarkomme. Wir müssen unsere Stärken durch die Erweiterung unserer Einsätze in der roten Zone ausbauen. Warum war die so immer so groß? Da, sag mal, geht... Da. Ja, Entschuldigung. Und stärkt uns. Und irgendwann werden wir das Blatt wenden. Willkommen beim Widerstand. Und in der gelben Zone kämpfen wir um die Herzen der Menschen, die dort gefangen gehalten werden. Wir geben ihnen den Glauben, siegen zu können. Wenn Walker das Zeichen gibt, werden sie sich erheben und uns folgen. Wir bekommen aber nur einen Versuch. Wir müssen bereit sein. Okay, du sollst zur roten Zone gehen. Dana wird dir dann zeigen, wie wir arbeiten. Dort draußen ist sie die Beste überhaupt. Versuch bitte nicht, sie zu verärgern. Zeig mir, dass ich dir vertrauen kann, okay?